Unser nächster planmäßiger Halt, Frankfurt Main Süd, voraussichtlich gegen 18.04 Uhr. Grüezi und hallo zu einem weiteren Video hier von Frankfurt. Frankfurt Süd. Nee. Aus Frankfurt, Ost. Ich weiß, warum immer die Hotels um das Messeareal so schnell weg sind. Damit man nicht, ja, die Zimmer ausgebucht, damit man nicht hier in Ost landet. Wir sind in Frankfurt Ost und suchen gerade unser Hotel. Kleine Überforderung für mich als Landmensch, als Landei hier in der großen, weiten Stadt Frankfurt. Vierte Etage. Sind wir mal gespannt. Wow. Yeah. Hier haben wir ein Bett. Hier haben wir einen Tisch. Hier haben wir einen Fernsehen. Da oben haben wir noch ein Kinderbett. Hätte man noch unseren Sohn mitnehmen können. Wenn wir hier das Bett haben, haben wir hier gleich auch noch die Dusche. Die ist quasi im Zimmer integriert hier. Kurzer Einblick hier in die Toilette. Ich will kein kleineres Zimmer. Ja. Ja, was? Schön. Danke, Carmen. Carmen. Übrigens, ich muss mal noch sagen, wer alles hier ist. Wir haben hier Carmen, die mitkommt. K-M-N. Carmen. Ja. Die mitkommt auf die Hochmeister. Die kennt ihr noch vom Café Utopia Podcast. Hm? Was sind das? Carmen. Dann haben wir hier meine Mutti, die hier. Hi. Auch mitkommt auf die Buchmesse morgen. Und Jenny, die ihr auch kennt, meine Frau. Wir gehen jetzt noch was essen, machen uns noch mal frisch und dann sehen wir uns vielleicht danach noch mal, ne? Also! Wir waren jetzt gerade essen im Vapiano und haben gesehen, dass es hier in der Umgebung noch ein paar Geocaches gibt. Oh, found! Alles voller Muggel hier. Nimmst du? Ganz unauffällig. Hier ist der Geocache. Wir haben ihn gefunden. Jenny darf ihn aufmachen, weil es ist ihr 200. Cache. Hier in Frankfurt Ost gefunden. Es geht nicht mehr voller. Schön, hä? Alles voll. Das war jetzt eigentlich wirklich ein leichter Geocache. Ja. Sehr schnell gefunden. Das war's mit unserem Anreisetag von heute. Wir sind jetzt müde und gehen ins Hotel zurück, damit wir morgen wieder fit auf der Buchmesse sind. Und ja, ich freue mich auf den Tag morgen und wünsche eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.